Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS zusammen mit dem Maximilian. Hallo. Hi. Es geht Hallo. Weiter. Was ich aber mal komisch finde, dass auf solchen verlassenen Wegen, also auf solchen, sagen wir, Schleichwegen, nicht so viele Leute unterwegs sind. Ja, je nachdem, wie die Leute auch ihr Navi einstellen. Na. Ah, Nils, cool. Hallo, Nede. Hallo. Und prompt ist da hinten ein Stadttest. Der Nils. Alpha Wolf. Was ist hier für viele Straßen, Alter? Straßen. Guck mal, da vorne ist Biegen. Bend. Wo steht die? Mhm. Er hat zurückgehobt. Mhm. Und Lichthub hat auch gegeben. Mhm. City Limit hier. Ich wollte gerade sagen, Alter. Kann das mal aufhören? Schnarcht ziemlich ein hier, der ganze Scheiße. Ja. Ja. Riecht so geil. Weißt du, das soll man Sprit sparen fahren, wenn man die ganze Zeit in krasser Drehzahl und Gang hockt. Noch nicht vorwärts kommt. Los, geh weg jetzt. Vergiss es. Sowas gibt's nicht mehr. Das geht jetzt immer so weiter oder so. Oh Gott. Ganz ATS jetzt das City Limit. Yo. Der ganze Bundesstaat Washington. Stell dir mal vor, jeder Bundesstaat hätte seine eigene Geschwindigkeitsbegrenzung komplett. Dann kannst du zum Beispiel in Washington nur 80 fahren. In Oregon irgendwie nur 120. In manchen hat doch irgendwie 50 Meilen die Stunde. Wäre schon ätzend. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Also, was die Bundesstaaten da anders machen. Ja, ja, doch, da gibt es ein bisschen was. Aber im Allgemeinen ist das ja sehr einheitlich. Ja, ich glaube, auf Dinge, auf Highways und Freeways ist es einheitlich, weil es halt eine Bundesangelegenheit ist. Ja. Andere Sachen, glaube ich, die dürfen die dann selber entscheiden. Naja. Was so? I think. Wenn ihr es wisst, schreibt es natürlich in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ein City Limit seid. Wenn ihr das City Limit seid. Na, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Beaufort T. Justice seid. Was ist das denn? Was? Du kennst Beaufort T. Justice nicht, Alter? Was ist los bei dir? Ich kenn's auch nicht. Ich bin ungebildet, keine Ahnung. Schau dir mal einen ausgekochten Schlitzer an. Jetzt hab ich schon ewig nichts mehr geschaut. Ah, hier ist Kurve. Der gute Beaufort T. Justice. Ist der fett? Bestimmt. Ist der, ist der Polizist. Also ist er fett. Ist, ist er fett. Und Purzelchen. Ist er noch fett? Ja, der ist wirklich so. Nein, der ist total schlank. Ah, na dann. Also dick und doof. Ja. Also, na dann. Na, eher nur sein Sohn ist doof. Er selber ist ein bisschen zu aufgeblasen. Aber gut, was will man sagen, wenn er fett ist? Sich hier Speck und Böhnchen oder so. Speck ist mein Ehemann. Der hypersensible Schwarze? Nee, dann doch lieber Böhnchen. Ja klar, hier oben drehen, Alter, willst du verarschen?
Ja, U-Turn gibt es viele Möglichkeiten. Klar, aus die Handbremse rein, ne? Driften. Ja, Déjà-vu. Genau. Running in the 90s. Nur, wie willst du mit einem Double-Trailer gut driften? Nacht. Ach, es geht schon irgendwie. Tag. Nacht. Was macht der Mann schon wieder? Tag. Wahrscheinlich mit dem Fernlicht rumspielen. Ach so, ja, das ist, ja. Nacht. Ach, Gott, ey. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Ja, genau. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Wir kommen so langsam wieder raus aus Dings, aus aus Washington. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich habe vorhin auf die Karte geguckt, wo wir die letzte Folge beendet haben, waren wir schon in Oregon. Ja, na dann. Nee, weil ich gerade so den großen Ding, den großen Parkplatz gesehen habe. Bevor dann nach der Grenze sind immer diese großen Parkplätze, because of the Dings da hier, ne? Zoll und Shit, Kack. Weil zum Beispiel in den USA, also speziell zu Kalifornien, ist es illegal, Gemüse einzuführen von anderen Staaten. Hm. Sieht man zum Beispiel bei den Simpsons. Tja. Oh, hallo. Jesus Christus, das ist eine scheiß Straße hier. Hey, City Limit. Laber nicht. Doch. Tatsache. Hör auf! Ich roll noch mit mehr als die Limit. Ich nett, das ist ja der Scheiß. Oh. Aber jetzt muss ich auch bremsen. Ey, wow. Das ist eine Straßenführung, yo. Yo. Einfach so random abbiegen hier, oder was? Auf jeden Fall. Yo! Nein. Ach stimmt, das ist der City Limit, ne? Siehst du aber auch nichts, ne? Straßenbeleuchtung ist echt hier nur für Reiche. Ja. Mach mal Sandlicht an. Ja, mach ich auch. Weißt du, fährst du einfach so ins schwarze Nichts hinein, denkst du so, okay. Schwarze Nichts. Kind, komm, gib Gas jetzt. Kind. Das ist bestimmt nicht dein Kind. Na endlich, ihr scheiß Pensau hier. Pensau. Der einzige Trost in der Dunkelheit hier, wenn es die ganze Zeit immer so blitzt. Oh cool, da habe ich so gepennt, dass ich ganz Ding, ganz Oregon verschlafen habe. Irgendwie schon, ne? Gefühlt 2 Minuten, hey guck mal, sind wir jetzt gleich in Oregon. Ne, warum kommt auf einmal Kalifornien, hä? Moment mal. Alter, die Straßen für mich, ey. Dimitri wieder scheiße gebaut. Na, hier kommen ein bisschen schärfe Kurven. Ah! Ah! Puh! Genau. Vorsicht, Max, doofe Kurve.
So. Jetzt habe ich einmal das komplette Lied mit Lichtturm mitgemacht. Okay. Gut, dass man die Lichthupe vor. Die Lichthupe, sag ich schon. Das Fernlicht von anderen nicht sieht. Das muss man denn. Mach mal an und aus. Es war gerade ein Blitz. Hier, Fernlicht. Ja, sehe ich. Habe ich das da nicht gesehen? Oh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich den Ding. Wahrscheinlich, weil die Blitze mich distracted haben. Nein. Ich hab's gerade an. Ich hab die Übelst im Genick. Ich sehe die Blitze, ja, aber. Auf jeden Fall eine geile Lightshow gerade. Achtung, da geht's gleich scharf links. Spicy, Spicy Corner. Left, yo. Spicy Left Corner. Spicy. Die gute Spicy, die geile Sau. Da kennst du nicht. Schaffst bei Hooters oder so? Ja. Klar, oder bei Huren und Söhne. Mhm. Bei Bang Brothers oder wie war das? Nein. Wo ist das? Nee, hier bei Ding, bei Fuck, wie hieß diese andere Firma, die auch so einen komischen Namen hatte? Aaron, nee. Nee, nicht Aaron hier. Kacke. Wolbert. Nein, es war doch irgendwas mit Hose. Nicht dein Haus. Immer diese Hosen hier. Diese Hosen. Ah, die weiße Hose. Muss ich nachher gleich mal gucken. Mach das. Aber wir sind ja sogar schon da, ey. Flotti Karotti hier. Ding. Zeug. Panna Cotti. Wo hat der Max dann hin? Santa Maria. Okay. Den Schnitzelwagen Santa Maria. Mal schauen, ob ich dann in die Richtung weiter hab. Santa Maria ist der Ranger, Ranger ist Santa Maria. Na, Bruder. Das habt ihr jetzt für eure Raserei. Na. Wahnsinn, Chucky, sonst geht's dir wieder. Ein Kurzgeräusch vom Pferd. Oh, was soll ich so? Alles klar. Ja. Jacqueline geht richtig ab. Ja, Mann, die kotzt sich den alles raus. War ich tatsächlich noch nie in Redding. Läuft, Alter. Ist klar. Ah, Navi, reiß dich zusammen jetzt. Zusammen. War ein Flugzeug. Schon die NSA. Wir wissen schon wieder, wo wir sind, die Säcke. Ein Hubschrauber. Oh yeah, yeah. Wie der Gangster um die Kurve gefahren, ja. Ein Schraubhuber. Ein Schrauberhub. Da steht ein Statist. Echt, ne? Gutes Wetter hier. Bringt das? Ja, und warum wohl? Das sogar. Ah, Mann. Der hat Russen im Namen. Interessant. Weißt du Bescheid? Kriegt er dann Visa für Amerika? Meldet ihn bei der Einwanderungsbehörde. Er kann zaubern. Wird lang, wenn er beim Rossmann hängen bleibt. Schade.
Ne, der ist schlau. Der ist ja auch kein Russe, der ETS 2 spielt, der habe ich immer gesagt. Eine goldene American Express Card oder so. Ist ein Unterschied, ja, also. Ja, Leute, wenn ihr eine goldene American Express Card oder Mastercard habt, gebt der Folge doch einfach mal einen Daumen hoch, yo. Ja, bei mir mal apropos, Folge Daumen hoch, die Folge ist jetzt auch vorbei. Ich will eure Leute Telefonnummer. So, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.